So lustig sah man den Struwwelpeter selten. Mit roten Nasen und Kostümen zeigen Ingeborg, Ulrike, Gabriel und Cleo Magitta ihre eigene Interpretation des Suppenkaspers. Sie sind Schülerinnen an der Schule für Tanz, Clowns und Theater Hannover, der ersten staatlich anerkannten Clownschule. Unter Dieter Bartels lernen sie, eine individuelle Clownfigur zu entwickeln. Der Clown in der Art und Weise, wie wir ihn an dieser Schule lehren, ist der klassische, der alte Clown. Und wir zeigen ihn allerdings auf eine frische, auf eine neue Art. Wir nennen uns ja auch eigentlich nicht genau nur Clownschule, sondern wir nennen uns Schule für Clown, Komik und Theater. Das heißt, wir nehmen den Aspekt Theater mit rein, weil der Clown muss heute einfach dreimal mehr können, als der Clown früher können musste. Darum stehen nicht nur Schauspielunterricht, sondern auch Tanz und Gesang mit auf dem Programm. Neben Kursen für Fortgeschrittene und dem Ensemble 50 Plus für die ältere Generation bietet die Clownschule auch eine staatlich anerkannte Ausbildung an. Denn Clown zu sein ist gar nicht so einfach. Wir gucken natürlich schon, ob eine gewisse Anlage für den Humor da ist. Wir müssen mit Gefühlen arbeiten, wir müssen körperlich arbeiten. Und dazu muss man bereit sein, sich auch öffentlich blamieren zu können. Seit 30 Jahren bilden Dieter Bartels und sein Team schon Clowns aus. Das soll im August mit einer großen Gala im GOP gefeiert werden. Da werden dann ehemalige Schüler das Publikum überzeugen, dass Clowns auch heute noch lustig sind.